ist die Planung so das Wichtigste, was man machen kann. Hallo, Moment. Jetzt seid ihr auf mich gerichtet. Hi. Ich hoffe, ich bin diesmal nicht so verschwommen wie das letzte Mal, aber es sieht ganz so aus, als wäre ich wieder verschwommen. Du blöde Kamera. Ja, umsonst ist halt, kriegt man halt nicht viel. Okay. Wir haben hier Gussformen, die ich vorher schon gemacht habe. Teilweise wart ihr da live dabei. Bei der hier nicht ganz, da wart ihr nur live dabei, wie ich die Ohren geformt habe. Die werde ich alle mal kurz auf die Seite legen. Denn zuallererst wollen wir den Gips anrühren. Miteinander. Ja, gibt's denn sowas? Na, natürlich sagt Ossi sowas zur Begrüßung, wenn es mit Thema Alabastergips Alabastergips zu tun hat. Grüß dich, schön, dass du da bist. Gibt's denn sowas? Ah, ich habe mir einen neuen Gips gekauft. Es ist der hier, mit dem habe ich bisher noch nicht gearbeitet. Das muss ich noch ausprobieren. Wir werden sehen, was daraus wird. Ich schau mal kurz, was die sagen. Hoher Weißgrad, ja, I know. Reines Wasser, 2 Minuten sinken lassen. Da, 5 Kilo Gips für 3 Liter Wasser ist bei 1,5 Kilo Gips jetzt nicht unbedingt so die beste an. Oh. Aber 500 Gramm Gips. Für 250 bis 300 Milliliter Wasser passt schon besser. 500 Gramm, 300 Milliliter. Wir fangen mit dem Wasser an. Wieso schaue ich nicht auf die Waage? Ich habe hier auf die Markierung geschaut und die ist bei 350. Today I know. Today I learned. Lustig. Das ist aber tatsächlich noch zu wenig. Ich gehe aufs Doppelte, weil ich muss ja echt das ganze Ding angießen. Ich mache 600. Für anderthalb. Moin, moin, Pai und Ossi. Anni, hallo. Grüß dich. Auch schön, dich zu sehen. Aber ich glaube, komme ich damit aus? Ich mache 900. Aber sind das dann echt für 1,5 Kilo? Das heißt, dann würde ich meinen ganzen Gips verbrauchen. Moment, das ist zu viel. So viel brauche ich dann auch wieder nicht. Ach, fuck. Mit dem anderen Gips hatte ich schon ein Gefühl dafür, wie viel ich brauche. Ich mach mal 600, ich mach mal das Doppelte. Das bedeutet 600 für ein Kilo. Ja, genau. Dass ich ein Kilo hiervon verwenden würde. Brauche ich wirklich ein Kilo für ein Kreuz, ein Ohr und die zwei kleinen Ohren? Ich glaube, die Antwort ist ja. Dann habe ich noch 500 Gramm, um noch ein paar kleine Ohren zu machen. Das passt wunderbar. Okay. Bevor ich den hier kippe, ziehe ich eine Maske auf. Warum mache ich das? Gips hat ganz viele kleine Partikelchen, die sich natürlich toll in der Luft auflösen zu Staub, der in die Lunge gehen kann und dort mit der Feuchtigkeit in der Lunge reagiert. Das will ich natürlich strengstens vermeiden, da habe ich keine Lust drauf. Und Handschuhe ziehe ich mir auch an, weil es trocknet einfach die Haut sehr aus. Und ich will da dann auch mit meinen Händen drin rühren und mal nicht mit einem Rührbesen, wie ich es gemacht habe bei meinen Glasuren. Volumen steht da ja nicht, oder? Nee, da stehen nur Gramm. Wie viel Volumen das nachher wird, steht nicht, aber vielen Dank für den Tipp.
Hier kommt jetzt ein Kilo rein. Ihr seht die Grammzahl gar nicht wirklich hier unten, aber ich sehe sie. Wie geht's euch? Erzählt mal. Das wird da richtig, wie sagt man, eingemulcht. Bis das Wasser nichts mehr aufnimmt. Und dann mache ich die Verpackung wieder zu. Du bist zufrieden mit der Artemis. Dafür haben wir ein scheiß Wetter. Ozzy hat eine Artemis auf Insta gestellt, für jeden, den es interessiert. Kann mal drüber schauen. Mathestunde? Ja, aber auf ganz kleinem Niveau, glaube ich. Ich muss mich da zwar auch immer sehr darauf konzentrieren, wenn ich alles gleichzeitig mache, dass das kleine Niveau passt. Ich rühre so, dass möglichst wenig Luftbläschen noch dazu reinkommen. Und ich werde tatsächlich noch ein bisschen Wasser dazu brauchen, da die Angaben nicht flüssig genug sind für meinen Guss. Ich will den auf der sehr, sehr cremigen Seite zwar haben, aber ich will nicht, dass er zu dick ist, um sich überall gut anzulegen. Er soll ja gut reinfließen in die ganze Sache. Steht auch im Discord, ja, genau. Kann man auch schauen. Du hast schon gesagt, du hast das Gras gehasst, wo du jeden einzelnen Halm gemalt hast. Wie ist denn das Wetter bei euch? Bei mir war heute eigentlich ziemlich sonnenscheinig. Gestern war Kaktus. Das schaut gut aus. Die Konsistenz, die ich haben will. Ja, Loki, du solltest da jetzt weggehen. Oder ich gebe das woanders hin.
Das ist Backfett, was ich hier habe. Das ist so ein Einfettspray für eine Pfanne. Möchte ich da drin haben, damit sich nachher alles wieder gut löst. Aber gleichzeitig soll es auch nicht übermäßig irgendwelche Details zumachen. Hält mein Silikon schön geschmeidig. Gebe ich ins Ohr auch rein. Dann geht es los. Einfach mal gießen. Wichtig ist, dass das Ganze gerade ist. Das ist Sprühfett, was ich da genommen habe. Was man hier an den ganzen Sprühdingern sieht. Ich wappel da ordentlich dran. Und ich male auch noch mal nach mit einem Finger. Nachher, wenn es so mitten im Aushärten ist, werde ich da noch ein bisschen mehr dran rumbasteln. Diese Riesenblase, genau, die wollte ich noch loshaben. Nächstes. Das lassen wir mal so. Kommt das Ohr dran? Das will ich nicht viel bewegen. Ich bewege mal die Kamera. Da ist es. Aber bevor ich da jetzt alles drauf gebe, werde ich da mal ein bisschen pulen, damit das wirklich tief reingeht überall. Ich weiß gerade gar nicht, wie lange der hier genau zum Härten braucht. Er wird aber definitiv schon härter. Also er ist jetzt schon am Abhärten. Bevor ich die oberste Schicht drauf gebe, die bis ganz nach oben geht,
Muss ich hier noch mal ein bisschen klopfen und schütteln. Wunderbar. Und die letzte Form. Nein, doch. Oh. Die Ohren sind für ein Gesamtkunstwerk, was dann nachher einen sehr witzigen Namen haben soll, den ich schon mal gesagt habe, der Ossi sicher auch sehr gefällt. So, erstmal wieder poolen. Damit es gut drin ist. Vielleicht noch mal wegwischen. Finger abputzen und füllen. Nächstes. Wieder erstmal ein paar Tropfen. Dann wieder gut poolen, damit es wirklich überall hinkommt, wo es hin soll. Bewegen hier. Da kam noch eine dicke Bubble raus, wenn ihr gesehen habt, wo es nicht da drin war, wo es sein sollte. Und auffüllen. So viel im Ohr rumgepult habe ich schon lange nicht mehr. Behaupte ich jetzt zumindest mal. Ja, das Kunstwerk, für das ich die mache, Gesamtkunstwerk, nennt sich Orgelspiel. Und das ist zum Thema Anton Bruckner. Der hat dieses Jahr so ein 100-jähriges Todesjubiläumsjahr. Sehr berühmter Orgelkomponent für klassische Musik, der hier bei uns in Oberösterreich gelebt hat und geboren wurde. Und oh Gott, ich habe noch so viel Gips übrig. Ah! Aber ich habe keine Förmchen mehr. Also ich hätte tatsächlich mit, wenn ich 600 gemacht hätte, ich wollte 600 machen. Die 600 waren zu viel. Ich habe noch bisschen mehr als ein Drittel, fast die Hälfte übrig, die ich jetzt wo reinkippen muss, wo es aushärten kann und dann in den Restmüll werfen muss. Muss ich mir was überlegen. Mache ich meistens mit einer Flasche. Da habe ich hier nämlich schon eine. Ich habe da mal was vorbereitet. Das mache ich jetzt aber über der Spüle. Da könnt ihr nicht zuschauen, weil das eine Patzerei ist, weil der schon ein bisschen dicker ist. Na komm, wie dick bist denn du schon, Alter?
Du härtest schnell aus. Das ist eher ein Spoonen, was ich hier gerade mache, aber nicht auf die schöne Art. Sehr schlampiges Spoonen. Da kommt nämlich nur noch sehr klumpig daher, da kann man nichts mehr gießen. Also die Antwort auf, wie schnell verhärtet, der ist ziemlich schnell. Was bei jedem gibt es so. Ich versuche ihn nochmal mit ein bisschen Wasser zu mischen, damit er mehr gießfähig wird. Das funktioniert auch. Die Flasche noch zu. Sowas muss man halt auch immer bedenken, wenn man gibt, dass das ein paar Probleme aufwerfen kann, so auf, oh, okay, ich habe noch einen Rest, was mache ich damit? Weil den kannst du nicht einfach irgendwo reinleeren ins Klo oder so. Das ist im Prinzip nichts anderes als Kalk, den du da schon sehr dickflüssig irgendwo reinleeren würdest sonst. Und da kann man sich natürlich denken, was das mit deinen Leitungen macht. Außerdem ist alles, was man zu viel macht, natürlich auch nicht gut für die Umwelt, weil es eine Ressourcenverschwendung ist. Und deswegen ärgere ich mich auch darüber, dass ich da sehr schlecht abgeschätzt habe. Kann ich normalerweise ein bisschen besser. So, da ist alles wieder ausgewaschen. Kann wieder verwendet werden. Im Moment hörst du deine Musik mit der zufälligen Wiedergabe. Mit Spotify Premium kannst du deine Lieblingsplaylists und Alben. Für den Moment höre ich Spotify mit blöder Werbung. Ja. Und ich bin hier fertig. Komm wieder zu euch. Jetzt kann ich auch meine Maske wieder ablegen, denn die Staubpartikel haben sich alle gelegt. Ich bin auch noch nicht ganz fertig hier mit der Rumbastelei. Denn hier beim Kreuz muss ich noch was machen. Schauen wir mal, wie ich das löse. In eine Wanne und dann setz dich rein. Hast einen Abdruck. Ja, einen Abdruck hätte ich dann, das stimmt wohl. Ich hole jetzt einen kleinen Pokestick.
weil natürlich die ganzen Bubbles sich hier oben hingesetzt haben. Ich gebe mal kurz den Zoom wieder raus. Und schau, dass zumindest die größten Bubbles gepoppt werden. Als nächstes möchte ich in das Kreuz hinein was integrieren. Ist nicht so einfach. Schauen wir mal, ob ich das gut hinbekomme. Ich möchte nämlich einen Aufhänger machen. Und das mit den Aufhängern ist nie einfach. Man muss nämlich genug aushalten. Dass er das ganze Kreuz halten kann nachher. Und das schafft er nur, wenn er tief genug reingearbeitet ist. Und das Kreuz dadurch nicht zu instabil wird. Das habe ich mir besonders schwierig gestaltet. Das habe ich fürs nächste Mal mir schon gemerkt, dass dieses Kreuz hier viel zu dünn ist. Und dass ich das nächste Mal deutlich dicker arbeiten muss. Aber für den Moment habe ich den Haken gut eingearbeitet. Bin ich zufrieden damit. Hier passt dann perfekt
noch einen Nagel rein. Und kann das Ding auf hängen lassen. Mission accomplished. Die größte Aufgabe, die man hat beim Gips, ist, die Finger so lange davon zu lassen und nicht mehr zu viel dran rumzuspielen, wenn er so diese semiflüssige hat. Der muss ordentlich trocken sein, noch nicht hundertprozentig, aber trotzdem ordentlich, bevor man ihn wieder bewegt. Der hat jetzt schön, also der ist jetzt richtig bröselig. Wenn man ihn da rausholen würde, dann würde er schon fast, dann würde er schon bröseln, aber noch lang nicht zusammenhalten. Und der hier ist auch noch gut feucht, fühlt sich sehr feucht an. Da kann ich jetzt zum Beispiel auch keine Bubbles mehr rauspoppen lassen. Weil das bleibt dann als Löcher übrig, wie hier. Bei dem auch. Das Kreuz ist deswegen noch am feuchtesten, weil ich da die als allererstes gekippt habe. Und wenn man als erstes kippt, bedeutet man nimmt auch die Flüssigkeit, die oben noch ein bisschen drauf steht, am meisten mit. Das heißt, dieser Gips hier vom Kreuz hat am meisten Flüssigkeitsanteil. Was nichts Schlimmes ist. Denn auch der verhärtet gut. Moin, Freaky! Mission war doch schon accomplished. Mission accomplished. Hello! Ich habe immer noch meine Maske auf. So, jetzt hört ihr mich wieder deutlicher. Maske kann ich nochmal aufhängen zum Auslüften. Und die Sachen trocknen jetzt. Meine rechte Hand ist super trocken, wo ich gleich mal den Handschuh ausgezogen habe. Und weiter gespielt habe mit meinem Gips. Ich schaue jetzt kurz, was drauf steht. Wegen. Man hat 15 Minuten Verarbeitungszeit. Das ist wenig. Also generell ist es so, dass diese Gipse
einen Tag brauchen, bis zu 48 Stunden, bis sie richtig trocken sind. Aber hier steht nichts drauf, wie lange er braucht. Ist übrigens von dieser Maiko, von der amerikanischen Firma, die auch sehr viele Glasurprodukte für Keramik macht. Ich wasche mir noch einmal die Hände, ne? Weil da der trockene Staub überall dran hängt. Und ich so richtig spüre, wie er mir die Flüssigkeit aus den Händen saugt. Ich schmier sie so dann mal ein, ausnahmsweise. Wo habe ich meine Handcreme? Da. Anni! Anni wird auch begrüßt mit einem Herzchen. Und der Ossi nicht, oder was? Achso, der hat dir nicht Hallo gesagt bisher. Einmal Handcreme. Die ist schon ziemlich durch. Man merkt, dass ich sie selten nutze. Die ist nämlich schon ganz schön trocken. Für eine Creme. Das ist eher ein Gel jetzt. Aber sie tut, was sie soll. Sie riecht gut. Ja, Hände wieder moisturized. Sehr gut. Wie stich. Genau, das Spray, was ich verwendet habe, ist das hier. Also einfach vom Lidl. Ein Backspray. Da habe ich irgendwo auch den Deckel da hinten. Und das gebe ich wieder weg. Das kommt wieder in die Küche zusammen mit der Waage. Bringe ich jetzt nicht extra hin, aber ich habe es schon mal dahin gelegt, wo ich mich dann herbewege. Okay. Wie gesagt, do not touch, obwohl es schon schön trocken aussieht und ich am liebsten immer wieder krabbeln möchte. Es wird erst morgen wieder angefasst. Nein, nein, nein. Ihr seht jetzt noch mal was, was lange nicht gesehen wurde, weil ich die Kameraeinstellung nicht hatte. Einen Loki. Ein süßes, schlafendes Muzi. Schiebt aus den Knusperkeks rüber. Und das war's für heute. Ich habe euch ja gleich am Anfang eine angepinnte Nachricht geschrieben, weil das wird heute nur eine Stunde sein. Weil wir gießen heute nur. Und it is fertig. Ein Stinkstiefel? Freaky nicht so gut drauf, ist bei euch auch Kackwetter? Ah, nein, nein, der hier ist der Stinkstiefel. Ja, Geloki. Du bist ein Stinkstiefel. Ui, danke. Für den Gix nehme ich an. Da ist ein Pupel. Nein, doch nicht. Sah nur so aus. Bist eher ein sauberes Kätzchen. Haben wir toll gegossen. Ja, mit eurer Hilfe natürlich dann noch mehr. Und es ist nicht so langweilig. Ich kann euch noch mal kurz die Resultate zeigen. Von vorigen Gießmanövern oder wie auch immer ich es nennen möchte. Ich zeige euch das allererste Ohr erstmal. Das habe ich zu früh angegriffen. Es ist noch unbemalt. Wir werden das miteinander auch noch bemalen und so. Da seht ihr, das ist mir rausgebrochen. Es lag daran, dass das Ganze noch nicht gut genug zusammengehalten hat, weil ich es im etwas zu feuchten Zustand rausgeholt habe. Aber mir gefällt der Style, muss ich sagen, weil es aussieht wie von einer alten Statue. Besser Pai gießt als die Wolken, stimmt.
Und ich mag tatsächlich diese Bruchkante ganz gerne. Ich werde mit dem hier weiterarbeiten. Ich werde das anmalen. Dann wurde ich erfolgreicher, habe daraus gelernt und habe noch zwei Ohren produziert. Das sind die hier. Natürlich sind sie identisch, weil es ist halt eine Gussform. Jeweils immer mit einem Haken drauf oben. Da habe ich hinten noch mal ein bisschen rumprobiert, ob ich es vielleicht abziehe. Das sieht man hier. Oder ob ich dran rumpatze, wie bei dem hier. Da habe ich wieder meine Finger nicht weghalten können. Und dann haben wir noch was. Nämlich die Kreuze. Da sind sie. Die sind jetzt zwei übereinander. Oh, macht der Loki. Super gut geworden, nach meiner Meinung, vom Abdruck her. Hey, Ricky! Die werden auch noch angemalt. Und dann kommt noch ein Firnis drüber, dass das nochmal ein bisschen gut zusammenhält. Sowohl die Farbe als auch der Firnis wird da nochmal die Festigkeit erhöhen, was auch wichtig ist, denn die Dinger sind super, super empfindlich im Moment. Und das ist nicht gut. Aber das sind meine Ergebnisse bisher, mit denen ich doch ganz zufrieden sein kann. Außer dem Fakt eben, dass dieses Kreuz hier zu dünn ist. Das hätte ich dicker arbeiten sollen. Aber das kann ich jetzt nicht mehr gut machen. Hier seht ihr schon mal, man sieht genau, wo ich rumgepatzt habe hier unten. Aber ich habe hier in dem Fall nichts abgezogen und habe es tatsächlich so gemacht, dass es leicht drüber schaut über die Brücken, die auf der Seite sind. Das ist dafür da, dass es dicker wird. Das ist der Plan. Dadurch habe ich zumindest noch mal 1 bis 2 Millimeter gewonnen und damit wieder mehr Stabilität. Okay, ich zeige euch den Loki. Knuddel ihn noch mal. Da ist ein Zahndi. Seht ihr das Zahndi hier? Das Zahndi. Ja, entschuldige. Ich muss es anfassen, wenn es so süß rausschaut, Loki. Willst du noch mal winken? Süß, lasst mich in Ruhe schlafen. Ging heute so schnell. Luki sieht ganz Sepia aus irgendwie. Viel zu schnell vorbei heute. Der Raid wollte ich gerade sagen, aber der Stream haben wir nur eine Dreiviertelstunde miteinander gehabt. Aber ich bin halt schon fertig. Deswegen, nächster Arbeitsschritt kann erst morgen gemacht werden, weil noch trocknen muss. Tevicheru. Wir schauen zu. Mein Knotbusch wäre geil, aber der ist englisch unterwegs. Der startet gerade, der macht. Falls jemand mal einen englischen Stream sich anschauen möchte, wo richtig, richtig gut modelliert wird, im kleinsten Detail, mit so einem Modell-Plastikton. Also dieser auf Silikonbasis, den man in der Mikrowelle erwärmt, damit er weich wird. Mit dem arbeitet er, mit dem kann man ein bisschen detailreicher arbeiten. Und schaut bei ihm vorbei. Der macht richtig gute Sachen. Aber Minasabi ist zum Beispiel auch gerade online. Und es gibt
Ist das ein Baldur's Gate-Charakter? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall was Cooles. Da würde ich hinschnuppern. Wenn euch das recht ist. Minasabi vielleicht. Ja, siehst du, Ossi. Du bist halt eine Flinke. Schauen wir mal, ob wir uns das nächste Mal mit den Gipsmodellen beschäftigen oder wieder weiter mit dem Bild. Je nachdem, worauf ich mehr Lust habe. Aber für den Moment werden wir zu Minasabi hüpfen. Aber voll schön von euch, dass ihr alle miteinander reingeschnüffelt habt bei mir. Hat mich sehr gefreut. Wenn ihr wollt, sehen wir uns zum nächsten Termin wieder. Und bis dahin, eine wunderschöne Zeit. Und hoffentlich schöneres Wetter. Aber der Regen ist ja auch gut. Naja, schönen Frühling euch, ihr Lieben. Tschüss.